Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen: Wer denjenigen, der die Leute unterhält, Yuhaddith heißt normalerweise mit ihnen redet, aber er hat hier den das Unterhaltungsbedürfnis dieser Mann. Wer ihm, der Leute unterhält und dabei lügt, um ein Volk, um Menschen zum Lachen zu bringen. Wehe ihm, wehe ihm. Weil, sagen die Gelehrten, ist ein Fluss in Jahannam, tief und übel riechend. Abul Bara, ja, aber deswegen lachen doch die Leute, weil nicht alles stimmt. Es geht nicht darum, dass die Leute lachen. Das geht darum, wirst du Yawmul Qiyamah lachen? Das ist die Frage. Die Leute, sie haben gelacht, weil sie dachten, du erzählst vielleicht die Wahrheit. Aber es war eine Lüge von dir. Kann man die Leute nicht auch dazu bringen zu lachen? Und das sollte nicht dein Ziel sein, dass du Leute immer zum Lachen bringst. Ich meine, du bist ja nicht als Clown geboren. Sondern, wenn du etwas von der Wahrheit sagst und die Leute lachen, Alhamdulillah. Aber wenn du lügst, dann bist du hier unter dieser Androhung. Wehe ihm, wehe ihm. Genau genommen waren es dreimal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat, wehe ihm.